Selbst wenn es ein weißer Leune kommt, habe ich keine Angst. Ich habe jetzt wieder 28 Pfeile, also von daher. Was haben wir jetzt? Einen fliegenden, wahrscheinlich einen fliegenden und einen normalen. Ja, da drüben ist der normale und da oben ist der fliegende. Na komm, fangen wir mit dir an. Bist du blind oder so? Anscheinend. Okay, gut. Oh. Mach mal auf jetzt die Truhe. Ein Bogen. Und ein Königsschild. Dreh deinen Kopf. Oh, es sind doch mehr. Aber das macht nichts aus. Holy shit. Der checkt's einfach nicht. Ist es dein fucking Ernst? Ich hasse dieses Kackteil. Ich hasse es. Nein. Das macht er immer ständig. Das soll er rüberspringen, damit ich ihn wieder treffen kann. Jetzt spinnt er. Was machen wir beim Fliegen denn nämlich so kaputt, habe ich mir überlegt. Holy shit. Der nervt. Und der da oben auch. So, der erste ist down. Der laufende ist schon mal down. Der können wir jetzt nichts mehr anhaben. Was nehmen wir als nächstes mit dem Hammer? Als ob der mich das so trifft. So, machen wir einen weiteren Wurbler. Es gibt nur noch einen.
Und der steht da oben. Was haben wir denn für starke Waffen? Na komm. Komisch kaputt gegangen. Na komm. Nein, ich will eine Waffe wechseln. Was haben wir denn sonst noch? Komm, nehmen wir die davon. So, das war's. Auch mit der Runde fertig. Jetzt bringen sie wahrscheinlich einen Wächter und einen Leuen oder so. So als Abschluss so. So, hey, du hast deine ganzen Pfeile und alles verschwendet. Gut gemacht. Du bist echt weit gekommen. Aber jetzt fick ich dich. Wahrscheinlich irgendwie so. Wo ist denn das Teil? Also anders kann ich mir jetzt echt nicht mehr vorstellen. Weil die ganzen Runden hier mit Wächtern und so sind ja eigentlich nicht wirklich schwer. Ich meine, klar, wenn man keine antiken Pfeile hat und wie ich einen daneben schießt, dann ist man echt selber schuld, aber... Ach ja. So. Ja. Wie ich schon dachte. Jetzt wollen sie mich in der finalen Runde wahrscheinlich ficken. Alter. Okay, heilen kann ich mich lassen, aber das war klar, dass so eine Scheiße jetzt kommt. Die finale Runde wird unfair. Alter. Junge, Junge, ich kann hier nichts tun. Komm, ich geh mal Gas hier. Ich muss nämlich hier weg und zwar schnell. Komm schon, das hat das schlechteste Pferd von allen erwischt. Geh da runter von dem verfickten Pferd, Mann! Junge, ich hasse diesen, gerade diesen extrem beschissenen, So, der Dinger muss jetzt weg hier, und zwar schnell.
Sehr schön. Weiter geht's mit. Gut, nochmal den Au. Geht's mit dem weiter. So, eine extrem starke Waffe. Was haben wir denn noch? Ach, nichts mehr groß. Dann halt das hier. Komm, auf ihn drauf. Ja, das Problem ist halt, ich hab halt... Au. Und drauf. Sonst habe ich nämlich gar keine Pfeile mehr. Ja komm, Feuer, das macht mir nichts aus. Mann, hey, der macht aber auch nicht, was er soll. Blöder Link. Muss noch eine Truhe. Schauen wir mal schnell, was da drin ist. Bitte noch Pfeile. Bombenpfeile, ja. Das sind auch noch Pfeile. Scheiße. Vorsicht, das rastet nämlich komplett aus. Warte mal, was habe ich denn für einen schlechten Bogen drin? So, jetzt Sattle. Haben
wir nicht noch eine stärkere Waffe? Immer schön drauf. Ah, komm, rasch dir aus. Oh yeah! Gut gemacht. Alter, ich habe ihn getroffen. Vorsicht. So, ich heile mich mal nochmal schnell hoch mit aber irgendwas anderem. Dreh dich um. Ach, hast doch nicht schon wieder aus. Das bringt dir doch alles nichts. Der rastet jetzt gerade ständig aus. Was hat denn der für ein Problem? Komm schon, jetzt muss aber mal wieder klappen. Na komm. Renn, 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 renn. Autsch. Schön blocken nehmen. Ja, komm. Ja, komm. Autsch. Jetzt bin ich gerade, hat er gerade sein Ding weggesteckt. Sein Schwert weggesteckt. Und sein Schild weggesteckt, meine ich. Sterben kann ich normalerweise nicht. Okay, jetzt rascht er wieder komplett. Was macht er jetzt? Okay. Okay, er rascht wieder. Was haben wir denn noch so Starkes hier? Die hier zum Beispiel. Aber noch irgendwas, halt, wir haben noch Angriffsplus. Komm. Jetzt komm her. Nice. Cool, dann haben wir auch diese Runde geschafft. Ja, die Runde war halt dann echt so, da hat nur noch der Wächter sozusagen mitgefehlt, so. Ich fick dich. Waren, glaub, 10 Bockblins auf den Pferden, ein weißer Leune und da oben dieses Wächtergeschütz. Ja,
Also, da haben sie wirklich gesagt, also Glückwunsch, dass du so weit gekommen bist, du bist echt gut, aber jetzt ficken wir dich. Nur gut, dass ich halt auch mit dem weißen Leune gut trainiert habe und mich auskenne, wie man den am besten besiegt. Nur leider gingen mir dann halt die Pfeile aus. Und dann musste ich halt improvisieren. Wir haben es geschafft. Was ein Glück. Und das beim ersten Mal. Episch. Wir haben immer noch. Also wir müssen immer überlegen. Wir haben immer noch genügend Waffen. Die zwei darf man jetzt nicht dazu zählen, aber alle anderen. Okay, und die hier eigentlich auch nicht. Bogen haben wir genauso genug. Nur haben wir keine Pfeile. Doch, fünf Bombenpfeile hätten wir sogar noch. Schilde haben wir auch genug. Rüstung haben wir. Wir haben immer noch eine Fee. Ich dachte zwei, aber nein, stimmt. Ich habe ja für mich einmal vergessen zu heilen. Und wir haben immer noch dreimal volle Heilung. Stell mal vor, wenn ihr da runterfällt, dann müsst ihr alles, wenn du von vorne anfangen, dann zackt so das Spiel so. Ja, du bist zu blöd zum Laufen, also bitte, du fängst jetzt nochmal von vorne an. Das wäre krass. Ach, der Leune hat kein Schild gehabt, echt? So, jetzt warten wir, bis das Zeichen weg ist. Und jetzt. Du hast die Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Auftrag der Göttin Hylia erschufen wir diesen Schrein der Prüfung. Nur wer die Prüfung des Schwertes besteht, ist dieser heiligen Waffe würdig. Nun besitzt der Held die Kraft, die Verheerung zu besiegen. Somit ist unser Dienst erfüllt. Höre uns an, Held. Das wahre Licht des Masterschwertes liegt nun in deinen Händen. Nutze es, um Hyrule zu bewahren. Und damit haben wir es endgültig geschafft. Ich mache nur noch ein paar Bilder. Wir haben das vollendete Masterschwert.
Da bist du ja wieder. Nun besitzt du die körperliche und geistige Stärke, die volle Kraft des Masterschwertes zu beherrschen. Wirklich beeindruckend. Masterschwert, dieses legendäre Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen und die Verheerung zu bekämpfen. Die Prüfung des Schwertes hat sein wahres Licht entfesselt. Jetzt bist du wirklich der Gebieter dieses Schwertes. Sein heiliges Licht steht dir wirklich gut, muss ich sagen. Ich werde deine Reise von hier weiter verfolgen. Die Hohepriesterin. Ich bin mir sicher, sie stand dir bei dieser Prüfung unsichtbar zur Seite. Und damit haben wir das vollendete Masterschwert. Es hat jetzt eine Stärke von 60 und ist damit immer am Glühen. Und ja, es ist, glaube ich, kann es sein? Ich weiß gar nicht, ist es ein bisschen länger geworden? Nee, ich glaube nicht. Sah vorher so aus ein bisschen, aber es ist nicht länger geworden. Wenn Skyward Sword war, es hat zum Beispiel ein bisschen länger das Schwert. Also was heißt ein bisschen, so 30 cm locker. Hier ist es jetzt doch eine normale Länge. Aber unglaublich. Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir es nicht schaffen. Am Anfang dachte ich mir so, okay, gut, warum so schwach und so. Und dann ging es aber gleich los, gerade Feuer und auch Feuer und Eis. War beides so ein bisschen gefährlich. Ich fand es nur ein bisschen einfach in dem Sinne, weil sie halt kaum weiße Gegner benutzt haben. Bei Feuer gab es nur die schwarzen Moblins und bei Eis gab es, glaube ich, einen oder zwei weiße Bockblins. Und die Bockblins, die haben wir, glaube ich, umgerechnet 800 Leben oder sowas oder 1000 sogar. Das fand ich jetzt ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen, für eine Meisterprüfung. Des Weiteren fand ich es halt auch irgendwie schwach, dass man uns antike Pfeile gibt, um Wächter zu killen. Normalerweise müssten wir das ohne antike Pfeile lösen. Ich glaube, man hätte den antiken Pfeil auch für diesen weißen Leune am Schluss einsetzen können. Und dann wäre das am Schluss natürlich total easy gewesen. Aber ich dachte die ganze Zeit, dass diese drei Wächter der Schluss ist. Dachte ich. Weil es gab erst die normalen Wächter, dann gab es diesen laufenden Wächter, dann gab es diesen fliegenden Wächter und dann gab es auf einmal alle drei und dann dachte ich mir so, gut, ja, wahrscheinlich 22 das Ende oder so. Dass jetzt natürlich noch ein Wächter und noch ein Leune und so weiter kommt, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe so ein bisschen geahnt, aber eher so weniger. Also ich dachte wirklich, das wäre jetzt zu Ende und so, dann wäre es nämlich ziemlich einfach gewesen. So war der Schluss wirklich noch richtig knackig. Aber da wir ja im ganzen Spiel keine einzige Fee, kaum Leben und sowas verschwendet haben, war es für uns ja sozusagen absolut kein Problem. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben oder meinen Kanal kostenlos abonnieren. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo motiviert mich noch mehr, immer pünktlich Videos zu liefern und so weiter. Ist einfach super, was für Feedback und was für eine Community ich momentan schon aufgebaut habe. Es freut mich wirklich sehr. Und ja, im nächsten Part geht's schon in Schloss Hyrule. Und zwar Ganondkloppen. Ja, wir sind durch mit dem ganzen Spiel. Wir haben alles erledigt. Wir haben die ganzen DLC-Sachen erledigt. Wir haben keine Quests mehr offen. Wir haben hier alles geschafft. Wir haben hier alle Erinnerungen. Wir haben nur noch eine einzige Quest. Besiege Ganon. Die erste und letzte Quest, die wir von König Roam oder König Hyrule bekommen haben. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf. Ich werde mich auch gar nicht mehr groß vorbereiten. Wir sind ja eigentlich schon so gut wie fertig. Wir haben ja genug Waffen hier drin. Wir haben hier genug Bogen. Und Schilder haben wir auch genug. Vor allem wir haben das Hylia-Schild. Also was wollen wir mehr? Deswegen Rüstung und so weiter passt. Denn wir können das später immer noch welche upgraden, wenn wir wollen. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal und haut rein.